Wer kennt sie nicht, die drei Fragezeichen? Und wer die drei Fragezeichen kennt, der kennt ihn auf jeden Fall. Oliver Rohrbeck, unter anderem die Stimme von Justus Jonas. Und was ihr vielleicht nicht wusstet, ein Spitzenkoch hat mitgebracht eine Galettpfanne. Gourmetküche. Guckt es euch an. Hallo und willkommen zu What's for Beats. Heute ein ganz besonderer Gast. Zum einen, glaube ich, der beste Koch, den wir je hier hatten, muss man sagen. Und zum anderen eine der bekanntesten Stimmen Deutschlands, unter anderem Ben Stiller und ganz bekannt für Justus Jonas von den drei Fragezeichen, Oliver Rohrbeck. Freue ich mich sehr. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Mir die Ehre erweist. Weil ich habe, glaube ich, nicht untertrieben. Du bist kochmäßig ganz hoch dabei. Also ich koche sehr gerne und ich nehme mir sehr, sehr viel Zeit dafür und mache das ganz viel. Aber ich bin natürlich ganz langsamer Kocher, weil ich habe sonst nie Zeitdruck beim Kochen. Das ist für mich zu meinem sonst sehr gehetzten Alltag das Gegengewicht. Und dann bin ich zu Hause, höre Bundesliga-Konferenz und koche stundenlang und koche mir dann Brühen voraus, die ich dann einfriere. Und also ich mache sowas, weil mir das Spaß macht und ich muss das einfach ausprobieren. Je komplizierter, desto besser. Ja, geil. Was gibt's denn heute? Ich habe mir gedacht, wir machen einmal französische Galette. Das ist eigentlich Crêpe aus Buchweizenmehl. Das ist die salzige Version, die in der Bretagne gerne gegessen wird. Und zwar mit Ziegenkäse, ein bisschen getrockneten Tomaten und Olivenöl. Das schmeckt so schlicht schon eigentlich sehr, sehr gut. Und dann sollte es noch geben Lammrückenfilet auf Spinatblättern, also auf Salat von jungen Spinatblättern. Das ist auch was ganz Schlichtes, was dann nach den Ziegenkäse-Galette, das ist ja eher Kohlenhydrate, das wäre dann sozusagen nur Eiweiß mit Salat hinterher. Okay. Und das, also Trennkost zumindest auf dem Teller. Ja, also eigentlich mache ich da nicht sehr viel, aber ab und zu mal so. Ja, gut, aber ich weiß Bescheid davon wenigstens. Das ist gut. Dann kümmere ich mich um das Lamm und du um die Galette. So ist es. Erzähl mal ganz kurz, was da bisher passiert ist, weil das interessiert unsere Jugend. Also ich habe zu Hause schon das Buchweizenmehl. Das haben wir hier, kauft man im Ökoladen. Das habe ich mitgebracht. Schon gemahlen habe ich zu Hause in der Mühle gemahlen. Muss man sagen, er hat es wirklich von zu Hause fertig alles mitgebracht. Ja. Das muss man mal, wir hatten glaube ich bisher, einmal hat Smudo. Kennst du Sänger? Ja, den kenne ich. Der hat auch eigenes Salz mitgebracht und eigenen Wein und so. Also der ist auch so sehr in der Küche, das muss alles passen. Finde ich auch. Also man hat ja auch sein bestimmtes Equipment. Dann habe ich hier mitgebracht eine französische Galettpfanne. Das kennt man eben auch von Crêpes, die man dann jetzt gleich erhitzt. Ja. Und dann ist hier schon vorbereitet der Crêpe-Teig sozusagen, aber es heißt wirklich Galette. Kann man mit in tausenden Varianten in der Bretagne essen, mit Trüffel und Eis drauf und sonst was. Da gibt es ganze Sternrestaurants nur mit Galette. Also das ist ganz großartig und das verteilen wir dann, wenn das hier heiß geworden ist, dann habe ich einen Frischkäse mitgebracht, den streichen wir dann auf den Galette aus, machen dann hier noch einen Weichkäse sozusagen drauf und dazu kommen Oliven und ich wollte aber vorher, wollte ich noch ein paar getrocknete Tomaten in Rotwein aufkochen. Oh ja. Da brauche ich einen kleinen Topf. Ja, besorge ich dir. Herrlich. Alter Schwede, sag mal was, ich kann ja heute Feierabend machen, sag mal. Da bin ich ja raus mit dem, was du hier aufhörst. Gar nicht. Ich bin ja gespannt, was ich hier noch bei dir alles abgucken kann. Gar nichts. Ja, doch, ich muss ich nicht immer Fernsehen gucken, da kann ich mal neben dir stehen. Das ist doch herrlich. Ja, hör doch auf. So, komm einfach. Hast du eigentlich schon mal überlegt, ein Kochbuch zu sprechen? Ein Kochsprech. Vielleicht für die Leute, wenn sie in der Küche stehen, ein Kochbuch, man blättert es durch. Ja. Also man müsste doch das Rezept vielleicht sprechen. Nehmen Sie jetzt 200... Fände ich auch ganz interessant. Und zwischendurch kann man kurze, während da irgendwas blubbert und so, kann man dann kurze Geschichten noch einfließen dazu. Lassen, 5-Minuten-Geschichten, die dann die Zeit verkürzen und dann könnte man wieder übers Kochen oder auch reden. So Infos, wenn du sagst jetzt getrocknete Tomaten und hören Sie mal zu, übrigens, getrocknete Tomaten sind das und das. Was kommt denn bei Oliver Rohrbeck überhaupt nicht auf den Tisch? Eigentlich nur Bananen. Ich esse keine Bananen, ich hatte mal als Kind irgendeine Darmkrankheit oder irgendwas und habe tatsächlich zum Stopfen nur Bananen gekriegt, 3 Monate. Und deswegen bin ich jetzt nicht so ein Bananenfreund. Also man darf gerne in meiner Gegenwart Bananen essen, aber ich muss sie ja nicht kosten. Also das ist nicht so mein Ding. Und was mit Essen gehen? Bist du einer, der sehr gerne essen geht? Sehr gerne. Sehr gerne. Probiere ich auch alles aus und war auch bei dir schon mal essen. Okay. Hat sich auch sehr gelohnt, finde ich. Danke. Ja, und bin auch schon mal zu... der netten Dings gefahren nach Luxemburg. Lea Linster. Ja, Lea Linster. Ja, eine tolle Frau. Ja, wollte ich und extra eine mal sehr gute Köchin auch. Genau. Hat sie gefallen bei ihr? Ja.
War gut, oder? Sehr gut. Wollte ich sagen, ne? So, jetzt warte ich, bis das aufkocht. Achso, das kann ich noch erhöhen. Gibt es irgendwas, was Justus Jonas gerne isst? Bin er sich so im Thema? Oder ich was glaube, er auch nicht Justus mag? Jonas ist ja das Pummelchen bei uns bei den drei Fragezeichen. Ist das so? Ja, ja, der ist immer der Dicke und ich muss immer so ächzen und den anderen, wenn die schon nach vorausrennen, um einen Verbrecher zu stellen, dann muss ich immer so tun, als ob ich erstmal mein Gewicht dahin schleppen muss. Ja. Und ich bleibe dann auch gerne in Kellerfenstern auf der Flucht irgendwo stecken, weil ich zu dick bin. Ja. Und der isst, glaube ich, tatsächlich alles gern. Also da, das muss man jetzt einfach mal unterstellen. Gibt es da für dich auch die Möglichkeit, kulinarisch ihn so ein bisschen weiterzubringen? Oder wo du denkst, Mensch, der muss doch auch mal ein bisschen so. Kannst du so Ideen einbringen? Oder? Ah, nee, der, das ist an der falschen Ecke da sozusagen. Ah, okay, alles klar. Verstehe. Und wie ist das? Ihr geht ja auch auf Tour mit den drei Fragezeichen und du bist auch mit anderen Sachen auf Tour? Ich bin auch mit anderen Sachen auf Tour. Ja. Ich gehe mit Lesungen auf Tour oder in verschiedene Städte, mache Prima Vista-Lesungen. Das ist besonders spaßig. Wir lesen alles zu zweit, was das Publikum uns mitbringt. An Kurzgeschichten, an Zungenbrechern, an Gebrauchsanweisungen von koreanischen Fernsehern, die von Google übersetzt wurden. Und wir lesen alles unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ah, okay. Und das sind immer sehr lustige Lese- und Spaßveranstaltungen. Die Leute versuchen uns dann zu ärgern und wir lesen es aber meistens fehlerfrei. Und das machen wir in ganz vielen Städten. Und wenn du unterwegs bist, wie sieht es da aus mit dem Essen? Bist du da, ist das nicht ganz so einfach, jemanden wirklich zufriedenzustellen, oder? Doch, also mich kann man sehr schnell zufriedenstellen. Aber wir haben dann meistens einen sehr guten Caterer dabei für das große Team. Und insofern sind wir da tatsächlich sehr gut versorgt. Bist du auch einer, der immer sagt, Fastfood geht auch mal durch? Oder? Ja, na klar, Stadionwurst, nicht? Ja. Beim Fußball. Weil er ist, ich zeige es nur ungern, ne? Ich finde auch gut, dass du eine Schürze drüber hast, muss ich sagen. Könntest du mal ganz kurz zeigen. Fan eines Vereins, der in der zweiten Liga spielt. So, schnell. Dreh dich mal schön wieder hoch. Gibt es denn irgendwas essensmäßig, was deiner Stimme nicht gut tut, was du mal gemerkt hast, wo das ist? Nee, aber ich versuche mich natürlich im Winter und so gesund zu halten. Ich glaube, da muss man einfach drauf achten, dann bleibt auch die Stimme gesund. Ich versuche im Winter dann tatsächlich so gerne heimische Sachen zu machen. Ich esse gern Weißkrautsalat und sowas. Das ist richtig gesund, weil dann so viel Vitamin C drin ist, mehr als im Kiwi. Wo war es denn, wo wir auch über Essen gesprochen haben? Das beste Essen, wo du mal im Restaurant warst? Du bist ja schon richtig rumgekommen auch, denke ich mal. Es geht so. Also, ich habe in Berlin dann einen Italiener entdeckt, der vor allen Dingen für seine Weinkarte bekannt ist. Und der hat dann irgendwann auch mit Essen angefangen. Und das war auch vom Essen her zu anderen Italienern ein Quantensprung, muss ich sagen. Weil dann da ein Geschmack plötzlich vorhanden war oder Geschmäcker, die kannte ich gar nicht, dass man die irgendwo so rauskitzelt. Sag mal, wie er heißt. Wir können mal einen Tipp hier rausholen. Il Caliccia heißt der. Ja. Ist in Charlottenburg und hat eben, wie gesagt, eine ganz tolle Karte. Da kann man dann zu jedem Gang einen offenen Wein trinken. Also Brunello de Montalcino hat der offen. Und ständig andere Weine und hat sehr gute Sommeliers, die einem dann auch was empfehlen, was Ungewöhnliches. Und das muss ich sagen, ist schon was ganz anderes, als wenn man jetzt mal zum normalen Italiener geht. Ja, klar. Hört sich doch gut an. Vinny, kommst du kurz mal her? Ich will dir was zeigen, weil zwischendurch haben wir jetzt den Lammrücken angebraten, mit grobem Senf jetzt hier eingerieben. Zeig das mal. Sieht man hier noch. Und in der gleichen Pfanne, wie ich das Lamm gebraten habe, ein Stück Butter dazugegeben. Dann ein bisschen sag ich, Thymian, Rosmarin, ein bisschen Petersilie. Panko, das ist, schaut mal hier, sind diese Brösel, so wie grobes Paniermehl. Das ist ein bisschen mitgeröstet, das kommt jetzt oben auf das Lamm. Und dann schieben wir das Ganze nochmal in den Ofen. Ich hoffe, das ist recht. Toll. Okay. Ja, ich frage lieber nach. Ne? Toll. Hast du schon mal irgendwie deine Stimme benutzt, um im Restaurant einen Tisch zu bekommen oder so, weil die Leute wirklich glauben, hey, wenn da Dings anrufen oder so? Nee, also das würde ich auch nicht so machen und manchmal erkennen mich die Leute dann, wenn ich anrufe oder so, aber ich würde jetzt auf jeden Fall... Nicht sagen, hier ist Ben Stiller, ich hätte gerne den besten Tisch. Nee, nee, also ich versuche mich jetzt nicht hinter irgendwie jemandem, den ich spreche, zu verstecken. Ja. Also dafür mache ich selber noch genug Sachen und denke mir dann immer, komm. So, ein bisschen Spinatsalat, sprich Babyspinat. Ja. So, das reicht ja. So, dann. Was ist mit asiatischer Küche? Weil im Moment habe ich das Gefühl, du bist sehr frankophil. Also nee, aber asiatische Küche mag ich sehr. Ja? Japanisch natürlich und auch vietnamesisch oder sowas. Ich vertrage Glutamat eigentlich nicht so gut. Ich krieg dann, hinterher sofort eine Müdigkeitsattacke. Ja. Und deswegen... Ich habe aber auch gegen Glutamat. Dann merke ich immer sehr schnell, ich meine beim Chinesen... Und habe wirklich auch gegessen
Und auf einmal dachte ich, mir zieht die Kopfhaut von der Rübe. Es wurde immer enger oben. Ja. So ein Kopf, dick, als wenn er immer dicker wurde. Was ist denn jetzt los? Und dann stellt sich raus, Glutamat. Brauchst du Öl dafür, oder? Ich glaube, ich würde ein bisschen, vielleicht mit einem Zewa ganz bisschen Butter drauf verteilen. Ja. Dass man das ein bisschen mit Butter einreibt. Ja klar, logisch. Pass mal auf. Butter sehe ich schon. Ich muss mal kurz gucken. Oder ich nehme das Toast zum Einreiben. Auch noch besser, ne? Ich glaube, das geht auch. Ja, das geht auch. Ist auch ein guter Tipp für euch zu Hause. Wenn ihr kein Zewa habt, nehmt einfach einen Toast. Auch wenn ihr mal Dreck wegwischen wollt, das saugt richtig auf. Ist ein guter Tipp. Aber wir müssen hier noch ganz klein bisschen Zucker ranmachen, habe ich jetzt gemerkt, weil das ist sonst zu sauer. An Tomaten macht man ja immer ein bisschen Zucker, komischerweise. Ja, gleich die Säure immer gut aus. Genau. Ne? Absolut. Du sagst... Danke. Jawohl. Das müsste reichen. Okay. Also nicht die eingelegten Tomaten, die getrockneten Öl, sondern die richtig getrockneten. Die richtig getrockneten, und die muss man aber ein bisschen aufkochen. Das bringt nichts, wenn man die jetzt nur eine Minute aufkocht. Ja. Die müssen wieder ein bisschen Wasser ziehen, und ich mache das immer in Rotwein. Da kann man alles Mögliche noch mit dran machen, was man will, Rosmarin, sonst was. Oder auch schon Knoblauch oder Chilis. Ja. Aber die haben also einen viel größeren Geschmack, und daraus mache ich mir auch immer Tomatenmark. Ich koche die in so einem kleinen Topf, ja, also ich ziehe hier, und dann mache ich das, lasse ich es abkühlen in dem Wein noch, die sind mit Wein bedeckt, und dann püriere ich mir das. Und wenn man dann später eine Ochsenschwanzbrühe macht, wo man dann Tomatenmark braucht. Was man auch normal macht. Ja, mach mal, ich mache es wirklich normal, die finde ich herrlich. Weil das hat einen ganz anderen Geschmack, Ochsenschwanz. Und wenn man, dafür braucht man so ein bisschen Tomatenmark beim Anbraten sozusagen. Ja. Und da benutze ich dann immer das Selbstgemachte. Also, ihr wisst, was los ist. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Das wird jetzt auf was? Stufe 2, ich bin ein bisschen runtergegangen. Ja, sehr gut. Dann haben wir hier, wie ist eigentlich der Fachausdruck für das Ding? Es gibt hier noch einen zweiten sogar. Okay. Ich weiß Krebschieber? Ich weiß es nicht. Schieber. Schieber. Krebschieber. Krebschieber. Das stellen wir mal beiseite. Ich guck mal kurz nach dem Lamm. Ja. Wie machst du das, dass du den, weißt, wann es fertig ist, das Lamm? Gefühl. Ja. Der Fingertest, ne? Ich mach das auch mal mit Tasten. Ja, es gibt da die, kennst du, ich da einmal hier am... Genau. Aber es gibt noch einen anderen. Ja. Der ist auch nicht schlecht. Und zwar ist das, das ist rare. Ja. Also roh, also noch ziemlich blutig. Das ist medium. Aha, okay. Und das ist durch. Okay. Und ich glaube, wie magst du dein Fleisch am liebsten? Na, medium finde ich super. Medium, ich glaube, wir sind da nämlich auf einem guten Wege. Schon fast fertig, dachte ich mir. Ja. Ja, das passt perfekt. Aber das sieht gut aus. Ja. Vinny, komm mal rüber. Und unser Salat, den verteilen wir jetzt mal. Also nicht wie normalen Salat, jetzt schon die Vinaigrette untermischen. Weil Spinat ist wirklich ein sehr feiner Salat. Da machen wir es ein bisschen anders, weil unsere Vinaigrette heute, das können wir hier mal zeigen. Ihr wisst ja, Cooking-Tipp. Seht ihr hier, die ist ein bisschen gröber. Und wenn man es durchmatscht, wird der Salat komplett zusammenfallen. Deswegen einfach Salat verteilen, Vinaigrette durchrühren, dass Essig und Öl sich wieder richtig vermengen. Und dann großzügig über den Salat verteilen. So, hier haben wir das. Schon mal unseren Spinatsalat. Dann können wir jetzt mal einen Probeschnitt am Lamm machen. So, wir schauen mal. Es könnte noch, ja, müsste eigentlich ganz gut hingekommen sein. Na toll. Oh ja. Ist das, doch herrlich. Das passt doch, das passt doch. Ja. Achtest du da, guckst du gerne Kochshows im Fernsehen? Ja, gucke ich sehr gerne. Okay. Wie viele Kochbücher hast du? Viele, weil ich finde die auch so ästhetisch. Ja. Ich habe auch gerade so ein indisches Geschenk bekommen, was noch in so einer ganz indischen Baumwolltasche war und so. Also ich finde, diese 100, diese 1000? Ja, das habe ich auch so einfach, weil es so hübsch ist. Habe ich geschenkt bekommen auch. Ja. Also jetzt hast du Ziegenfrischkäse drauf? Ziegenfrischkäse drauf. Jetzt machen wir mal ein bisschen Ziegenweichkäse noch drauf. Sag mal, Alternative für die, die keinen Ziegenkäse jetzt mögen, von unseren Usern, was könnte man da noch machen? Nur, man kann auch normalen Frischkäse drauf machen oder man kann auch das wie einen Flammkuchen machen und mit einer Tomatensache ausstreichen. Also ich glaube, da sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. So, jetzt würde ich auf jeden Fall noch Oliven rüber machen und einen Schuss Olivenöl. Ja. Sieht auch hübscher aus. So. Machen vielleicht gleich noch ein zweites. Ja. Könnt ihr zu Hause auch nachmachen? Braucht ihr nicht. Natürlich ist so eine Galettpfanne Welt, muss man nicht sagen. Aber auch mit einer normalen Pfanne könntest du zu Hause nachmachen. Ne? So. Vielleicht hättest du ein bisschen groben Pfeffer oder Pfeffer aus der Mühle. Klar, haben wir hier. Bisschen drüber, ne? Ja. Gut. Salzen können wir es dann immer noch. Ja.
So. Und dann baut man hier so ein kleines Schiffchen. So, das können wir noch ganz kurz warten lassen, dass das ein bisschen anschmilzt, der Ziegenkäse. Ja. Und dann ist das eigentlich genau richtig so, wie es aussehen soll. Zeig das mal. Was für ein Bild. Das kann nur schmecken. Und wenn ihr es nicht glaubt, ja, dann guckt euch die Dinnertime an. Es wird schmecken, das weiß ich jetzt schon.